Ganz herzlichen Dank, Herr Heinemann, für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ich frage mal Richtung Technik, ob ich denn gut zu sehen und zu hören bin. Wunderbar. Dann klappt das alles. Was kommt danach? So ist der folgende Vortrag überschrieben. Thesen zu Tod und Auferstehung. An dem Titel Thesen merken Sie so ein bisschen, es wird jetzt kein, sage ich mal, existenzieller Beitrag, in dem man jetzt wirklich auf konkrete auch Erfahrungen eingeht, sondern natürlich halte ich eine gewisse Distanz, möchte aber gerne doch auf die Grundgehalte eingehen, die die christliche Tradition ja vorhält und die wir vielleicht auch wieder neu entdecken können. Ich beginne mit einem Gedicht von Luise Glück, die 2020 den Literaturnobelpreis bekommen hat. Das Gedicht heißt Die nächtlichen Wanderzüge. Dies ist der Augenblick, in dem du die roten Beeren der Ebernesche wieder siehst und am dunklen Himmel die Vögel bei nächtlichem Wanderzug. Es bedrückt mich zu denken, dass die Toten sie nicht sehen. Diese Dinge, die uns selbstverständlich sind, sie entschwinden. Was wird die Seele dann tun, um sich zu trösten? Ich sage mir, vielleicht braucht sie diese Freuden nicht mehr. Vielleicht ist es einfach genug, nicht zu sein, so schwer vorzustellen, dies auch ist. Nachdenken über den Tod. Ich möchte zunächst mit beginnen, indem ich einen philosophischen Zugang wähle. Also, über den Tod nachdenke, in einer Weise, wie es jeder Mensch tun kann, wenn er denn sich seines Verstandes bedient, und zunächst mal nicht auf die christliche Tradition eingehen. Wenn ich noch mal Revue passieren lasse, diese Worte, die Frau Glück gefunden hat in diesem Gedicht, so ist ein großer Zweifel, ein Unwissen scheint durch diese Worte. Es endet mit, so schwer vorzustellen das auch ist. Also wir wissen nicht genau, was wir uns denn vorstellen sollten. Und es gibt offenkundig auch keine einfache oder plausible Antwort. Der erste Punkt ist für mich ganz entscheidend. Über den Tod wissen wir fast nichts. Nein, ich muss so formulieren, über den Tod wissen wir nichts. Es gibt ein fundamentales Nichtwissen. Denn der Tod, und das ist sehr wichtig, ist zu unterscheiden vom Sterbeprozess. Der Sterbeprozess ist beschreibbar. Dann kommen Kohorten von Medizinerinnen, Medizinern, Biologinnen und Biologen und dann wird das seziert und analysiert und kategorisiert. Das lässt sich relativ gut beschreiben. Aber davon zu unterscheiden ist der Tod. Der Tod hat etwas Absolutes, kein Raum, keine Zeit. Irgendwie bezeichnet dieses Wort eine Grenze, hinter die wir nicht schauen können. Dennoch kann man sich dem Tod annähern. Ein Aspekt, der mir sehr wichtig ist, ist neben dem Nichtwissen, wir wissen nicht wirklich, wenn wir auf den Kopf zugefragt werden, was der Tod ist, ist das nicht handeln können. Es gibt im Tod eine absolute Passivität. Auch da wieder zu unterscheiden vom Sterben. Das Sterben können wir beeinflussen. Sehr intensiv wurde ja auch vor kurzem noch diskutiert, der assistierte Suizid. Den Sterbeprozess können wir beeinflussen. Aber was dann kommt, wenn dieser Sterbeprozess vorbei ist, das eben nicht. Da wir keinen kognitiven, keinen Wissenszugang haben, so haben wir auch keine Möglichkeit zu handeln. Und der Tod, das, was wir damit bezeichnen, ist in gewisser Weise auch unausweichlich. Was auch immer wir tun, wir können eine Menge tun. Es gibt so manche Fantasien, es gäbe die Möglichkeit, den Menschen unendlich lange leben zu lassen, mit Verlaub Fantasien. Was unendlich ist, wissen wir nämlich auch nicht so genau. Ob das erstrebenswert ist, noch weniger. Es gibt da offenkundig etwas in der Begrenztheit unseres Lebens, das uns
vor fundamentale Herausforderungen stellt. Für uns moderne Menschen ist das in besonderer Weise ein Stachel, weil wir uns gerne als aktiv und handelnde Menschen wahrnehmen. Wir sind ja schließlich selbstbestimmt und können uns selbst organisieren. An dem Tod als dem Letzten scheitern wir. Der ist für uns bestimmt, der ist vorhersehbar, der ist unausweichlich und da haben wir keine Möglichkeit, uns zu verhalten. Dritter Punkt, der Tod ist eine persönliche Herausforderung. Wir müssen uns also irgendwie ein aktiv-passives Verhältnis zu dem Unausweichlichen machen. Und das hat immer eine sehr grundlegend existenzielle Komponente. Es geht um meinen Tod. Es geht um meine Existenz. Ich kann über den Tod reden, schwadronieren und allgemeine, vielleicht ganz kluge Gedanken hegen. Aber wenn wir ernsthaft über den Tod reden, reden wir immer auch über unseren eigenen. Maschinen würden wahrscheinlich niemals, KI, ChatGPT, beginnen, über den Tod nachzudenken. Weil gar nicht verständlich werden könnte aus dieser Konstellation, was gemeint sei. Wir sind endliche Wesen. Unser Leben ist begrenzt und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und diese Auseinandersetzung mit dem begrenzten Leben ist eben, so kann man das in Worte fassen, die Auseinandersetzung mit dem Tod. Und Epikur, der griechische Philosoph, hat da eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, der Tod verhält sich nicht eigentlich zum Leben. Also der Tod ist nicht das Ende des Lebens, sondern der Tod ist das Ende meiner Identität. Also im Tod sozusagen hört das auf, alles von dem auf, was mich ausmacht. Meine Kultur, meine Sprache, mein Körper, meine Art, mich zu kleiden, meine Art, irgendwas zu tun, zu gestalten, all das hört auf. Und noch ein Aspekt, der Tod ist etwas, was meine Existenz betrifft. Ich vermute, dass wir deshalb vom Tod im Singular reden. Ist ja doch eigentlich komisch. Es gibt so viele Menschen und die sterben so und so und so, aber der Tod. Und alle verstehen, worum es geht. Ja klar, der Tod. Der eine? Wieso der eine? Es gibt doch viele Tode. Warum reden wir immer im Singular? Wir reden im Singular, meine Vermutung, weil wenn wir ernsthaft über den Tod reden, immer auch über unseren Tod reden. Weil wir endliche Wesen sind und als endliche Wesen über unsere Begrenztheit reden und dann eben über unsere Begrenztheit. Das Verhältnis des Todes zum Leben führt in der Philosophiegeschichte zu einer Frage des Umgangs mit dem Tod. Und dieses wiederum führt zu einer bewussten Lebenspraxis. Also der Tod ist nicht das, was dann dereinst kommt. Auch da Epikur ganz berühmt, wenn der Tod da ist, bin ich nicht da. Wenn ich da bin, ist der Tod nicht da. Es geht um das, was wir mit dem Wort Tod bezeichnen. Aber es betrifft mich in meinem Leben, hier und jetzt, am 6. März 2024, am Abend in Helf. Und natürlich morgen und übermorgen und an jedem anderen Tag. Es geht also um die Lebenspraxis. Und es gibt moderne Philosophen wie Pierre Hadot und Petra Gehring, die genau die griechische klassische Philosophie auch genau danach auslegen, zu fragen, wie ist ihr Verhältnis zum Tod? Was ist die Gestaltung der Lebenspraxis, die die Philosophie bereithält, die zugleich auch den Anspruch erhebt, über den eigenen Tod hin eine Aussage zu machen. Andere sind zu nennen Michel Montaigne, der sich sehr stark mit der Leiblichkeit auch auseinandergesetzt hat, frühneuzeitlicher französischer Philosoph, und natürlich Martin Heidegger, die Jemeinigkeit, das Eigentliche. Wir sind Wesen, die einer bestimmten Struktur unterliegen. Und das ist immer, dass wir uns nach vorn hinauswerfen.
Ja, und das nach vorne hinauswerfen hat irgendwie irreversibel eine Grenze. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Die Sorge kommt dann auf. Also existenziell sind wir von Sorge geprägt, weil da ist etwas, was dann unausweichlich auf uns zukommt. Wichtig ist für mich auch in diesen philosophischen Zugängen, dass der Tod sich irgendwie nur ganz schlecht und sperrig zu Weltanschauungen verhält. Man macht sich also eine Anschauung von dem, was die Welt eigentlich sei. Der Tod passt da nie so ganz hinein. Also wenn Sie bestimmte, zum Beispiel auch die sozialistische Weltanschauung von Karl Marx und Engels, Friedrich Engels, sich ansehen, da ist der Tod, ja, der kommt vor, klar, aber das passt jetzt irgendwie nicht so. Also auch in der sozialistischen Gesellschaft wird man sterben. Und die Menschen, die einen wissenschaftlichen Zugang gewählt haben, 19. Jahrhundert, und allein die Wissenschaft gilt, auch die können mit dem Tod, nicht mit dem Sterben, das können die noch beschreiben, aber der Tod, das ist dann eher etwas, worüber man nicht redet. So viel ein paar Zugänge, ein paar wenige Punkte, die ich nur mal nennen wollte, um zu zeigen, wie man sich philosophisch mit dem Tod auseinandersetzt. Und ich glaube, dass alles, was ich bisher gesagt habe, immer auch gilt, wenn wir uns christlich mit dem Tod auseinandersetzen. Also all diese Punkte, da wir Menschen sind, haben wir sozusagen als Christinnen und Christen den Philosophen in manchem nicht viel voraus. Und das gehört auch dazu, dass wir uns natürlich in gleicher Weise wie jemand in der griechischen Antike mit dem Tod auseinandersetzen müssen. Es gibt aber, und das halte ich für nun außerordentlich wichtig, nicht nur eine kognitive, eine verstandesorientierte Auseinandersetzung mit dem Tod. Tatsächlich haben alle Kulturen in der Geschichte sich immer auch mit dem Tod auseinandergesetzt. Aber indem sie Bilder schufen, indem sie Riten entwickelten, indem sie zum Beispiel Beerdigungen vornahmen, indem sie Gesänge hatten, indem sie Transzendenzerfahrungen nahelegen wollten, indem sie sich Methoden schufen, um gemeinsam so etwas zu erleben. Das heißt, die Auseinandersetzung mit dem Tod ist nicht nur etwas für Philosophinnen und Philosophen, die einsam da sitzen und sich Gedanken machen, sondern ist etwas, was uns auch in der Gemeinschaft ereilt, was gestaltet werden will. Und es gibt einen französischen Autor, Philippe Ariès, weiß nicht, ob Sie von ihm gehört haben, der hat eine Geschichte des Todes geschrieben. Schon auch eine komische Sache, eine Geschichte, also natürlich eine Geschichte des Umgangs mit dem Tod. Und der hat, also wirklich sehr interessant, einfach mal so schaut, jetzt im christlichen Kontext, die letzten 1000 Jahre, wie hat sich denn der Umgang mit dem Tod entwickelt? Und er findet da unterschiedliche Phasen, was halt zeigt, dass dieser Umgang je und je kulturell auch geprägt ist. Also es gibt nicht einfach den einen Umgang mit dem Tod, sondern es gibt ganz unterschiedliche Weisen, damit umzugehen, ihn zu deuten, sich in ein Verhältnis zu ihm zu setzen und das eben immer auch in Formen von Gemeinschaft. Deswegen wird es kulturell bedeutend. Im frühen Mittelalter nennt Ariès den Umgang den gezähmten Tod. Das ist in Klammern gesagt für ihn auch so ein bisschen das Vorbildliche. Also, Tod ist Teil des Lebens und der Tod wird hineingenommen in die Gemeinschaft. Man stirbt nicht einsam. Man stirbt, wenn man stirbt, eilt die Familie herbei. Es gibt Tage, manchmal sogar Wochen, in denen der Sterbeprozess begleitet wird. Im Hochmittelalter, also schon recht früh, beginnt da was Neues. Da redet er, also Ariès nennt es dann der eigene Tod. Da kommt so das Individuum hervor, dieser einzelne Mensch, der dann stirbt und der dann je und je sich mit seinem persönlichen Schicksal auseinandersetzt. Dann gibt es eine Phase, die nennt er der lange Tod. Das ist jetzt nicht so leicht zu identifizieren, aber da ist so die Idee, wir müssen irgendwie eine,
eine sicherstellen, dass das, was dann kommt, irgendwie beherrschbar bleibt, also dass wir dann Zugang haben. Und es gab große Angst, zum Beispiel lebendig begraben zu werden. So. Also das heißt, der Tod, das ist dann eher eine Grenze, die man versucht, irgendwie in den Griff zu kriegen. Dann der schöne Tod, frühe Neuzeit, Vanitas-Symbole, Stilleben. Wir alle wissen, die Malerei hat das dann entdeckt und hat dann mit Stilleben eben auch eine Menge Vanitas- und Todesmetaphern eingebaut. Man beginnt es zu ästhetisieren. Es bekommt eine bestimmte Form, eine bestimmte Gattung. Und im 19. Jahrhundert spätestens ein starker Einfluss der Wissenschaft. Und das ist eigentlich das, was uns bis heute auch in der Gesellschaft prägt. Dort aber ist der Tod mehr oder minder ausgegrenzt. Sterben, ja, darüber denkt man nach. Und Sterbeprozesse aufzuhalten, zu variieren, zum Beispiel schmerzfrei zu sterben und dergleichen, das ist total wichtig, das wird sehr intensiv behandelt. Der Tod dann aber nicht mehr. Also Beerdigungen finden heute oft in kleinsten Kreisen statt und in einer gewissen Einsamkeit auch. Es ist offenkundig so, dass der Tod in der Geschichte immer wieder Anlass war für Gemeinschaften, der Sache, dieser Frage eine Gestalt zu geben. Bestimmte Lieder zum Beispiel zu singen, bestimmte Rituale zu vollziehen, bestimmte Orte aufzusuchen. Ein weiterer Zugang. Es gibt zwei sehr unterschiedliche Zugangsformen zu dieser Grenze, die der Tod ja darstellt, zu dieser unüberwindlichen Grenze, die komplett anders strukturiert sind. Die eine Umgangsform ist, die Grenze wird überwunden. Das geschieht mit dem Konzept der Seele. Der Mensch stirbt, die Seele aber nicht. Die Seele bleibt. Also ist der Tod wohl eine Grenze für das, was wir so sinnlich erleben und all das, aber die Seele eben nicht, die bleibt. Alte Tradition, die schon auf die ägyptischen Erfahrungen und Rituale zurückzuführen ist, die griechischen Orphiker haben es übernommen, dann ganz bekannt und berühmt Platon, der ja auch eine sehr differenzierte Seelenlehre geschaffen hat. Und es ist immer die Grundaussage, durch göttliche Kräfte, in Ägypten waren es auch göttliche Kräfte, durch göttliche Kräfte wird sozusagen diese Grenze überwunden. Man hat dann Vorstellungen davon gehabt, was denn diese Seele sein soll, ein Hauch, eine bestimmte, es gibt ja, ich weiß nicht, ob Sie das mal gehört haben, so diese mittelalterliche Vorstellung von 23 Gramm, also die Seele wiege etwa 23, also kann ein bisschen mehr oder weniger sein, etwa 23 Gramm. Das heißt, die Leiche ist dann 23 Gramm leichter als der Mensch, wenn er noch lebt. Sie schmunzeln, aber es zeigt halt einfach so ein, es gab so Vorstellungen, die man sich gemacht hat, um damit umgehen zu können und die Seele irgendwie zu konzipieren. Und ich sag mal, etwas flapsig, so diese, nicht vielleicht immer so zu zitierfähige Wilhelm Busch in der frommen Helene, also da ist dann so, da ist so eine Art Nachthemd, ne? Dass die Helene stirbt und dann kommt so ein Nachthemd und das entschwindet dann nach oben. Also die Seele ist irgendwie sowas wie so, ich in einem Nachthemd, so, und geht meist nach oben. So. Ja, also das ist ein bisschen humoristisch. Im Hebräischen ist Nefesh, spielt eine wichtige Rolle, Kehle, Atem, Lufthauch. Das ist die eine Form, die in der Tradition in früheren Zeiten ganz, ganz groß eine Rolle gespielt hat. Die Seele überwindet oder hilft, den Tod zu überwinden. Die Seele ist vom Tod nicht gefährdet. Zweite Form ist, sich ein für alle Mal die Sache vom Hals zu halten, die gerade schon erwähnte wissenschaftliche Perspektive. Es gibt ihn einfach gar nicht. Es gibt Sterbeprozesse und zerfällt ein Organismus.
Und in dem zerfallenen Organismus bilden sich schon wieder ganz viele neue Lebensformen, neue Organismen, von Bakterien bis dort hinaus. Es geht weiter. Und das Individuum hört auf, aber das ist wissenschaftlich eigentlich irrelevant. Wichtig ist, das Leben sozusagen als Lebensprozess geht weiter. Und es gibt auch keine Schwelle. Das ist übrigens extrem wichtig. Gilt aber nicht nur für das Ende des Lebens, sondern auch für den Beginn des Lebens. Sie haben ja gerade gesagt, Herr Heinemann, dass ich auch viel mich mit Bioethik befasse. Und da kommt ja das genau vor. Also hätten wir mal eine Schwelle, ne, so, wo das ist, und dann bumm, hört es auf. Dann wüssten wir, so, da ist der Tod. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Und das ist bei Transplantationsfragen ein Riesenproblem. Wem wird da etwas transplantiert? Ich neige dazu zu sagen, einem sterbenden Menschen. Und ich bin vorsichtig zu sagen, dieser Mensch ist tot, weil das 1966 definiert wurde von der Intensivmedizin. Also es ist eine ganz schwierige Sache mit einer Definition oder mit einer Identifizierung eines genauen Punktes. Den gibt es nicht. Wissenschaftlich gibt es Sterbeprozesse. Punkt. Und da ist was, das nennt man Organismus und das zerfällt peu à peu. Zerfällt übrigens schon relativ früh. Ich meine, wir alle haben schon jede Menge Zellen im Körper, die jetzt nicht mehr so am richtigen Ort sind. Und also das ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Also nüchtern gesagt, das geht halt so weiter und irgendwann ist halt der Organismus so weit disintegriert, dass dann eben Atem und Nerven nicht mehr so zueinander finden und dann ist der Mensch als tot zu bezeichnen. Aber das ist ein kontinuierlicher Prozess. So, also Umgang mit dem Tod, das eine Extrem, es gibt die Seele, der Tod ist relativiert. Andere Extrem, es gibt den Tod gar nicht, weil es gibt Sterbeprozesse und der Rest interessiert uns nicht. Und außerdem hat ja dann der Tod auch gar keinen wirklichen Bezugspunkt. Was ich ja auch gerade schon gesagt habe, was auch stimmt. Also ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, dass wir, wenn wir vom Tod reden, über etwas reden, was uns wirklich nicht ganz so eingängig ist. Aber dass Sie heute Abend hier sind, zeigt ja schon, dass das für Sie irgendwie doch was Interessantes ist. Und sie doch etwas mit diesem Wort verbinden, was mehr ist als Nichtwissen oder völlig Unbekanntes. Nun möchte ich ganz gerne auf die christliche Tradition eingehen. Und bei der christlichen Tradition setze ich jetzt mal nicht so chronologisch an, sondern da setze ich jetzt einfach mal bei Martin Luther. In der christlichen Tradition, das kann man sagen, ist das Konzept, also entweder komplette Trennung oder es gibt etwas, was durchhält, die Seele, und das ist dann eindeutig und gut. In der christlichen Tradition, in der Theologie, wird genau das in Frage gestellt. Es gibt ein schönes Zitat von Luther, das heißt, die Stimme des Gesetzes erschrickt, wenn sie den Sicheren entgegenschreit, mitten im Leben sind wir im Tode. Media vita in morte sumus. Mitten im Leben, jetzt schon, sind wir im Tode. Und richtet das Evangelium, richtet sie wieder auf und singt, mitten im Tode sind wir im Leben. Media morte in vita sumus. Beides gilt. Und das ist ja ein sehr eigentümlicher Umgang mit diesem Konzept, nämlich nicht klar zu trennen, sondern den Tod als etwas zu begreifen, das scheinbar immer irgendwie da ist. Nicht ganz am Ende, sondern mitten im Leben sind wir im Tode. Und mitten im Tode sind wir im Leben. Also eine starke Relativierung dieser schiedlich-friedlich-Konzepte, dass man das Leben vom Tod trennt. Und ich glaube, dass dies auch die Auferstehung leichter verständlich werden lässt. In der Auferstehung, im Tode, so muss ich erst mal sagen, im Tode, das hatte ich eingangs gesagt, herrscht absolute Passivität. Da machen wir nichts mehr. Da entscheiden wir nichts mehr, da sagen wir nichts mehr, da wollen wir nichts mehr, da sind wir nicht einmal unterschieden von anderen.
Aber in dieser Passivität, das ist die Aussage von der Auferstehung, in dem, wo wir nichts mehr machen können, in dem Moment bleiben wir behütet und bewahrt. Das heißt, das Leben geht nicht einfach weiter. Aber das, was in unserem Leben das Wichtigste ist, der Zuspruch, behütet und bewahrt zu sein, gemein zu sein, das hält durch. Das meint also Auferstehung. Auferstehung ist also nicht das mirakelhafte Wieder-Lebendig-Machen von Leichnamen, sondern Auferstehung meint, dass das, was unser Leben im Kern am intensivsten ausmacht, dass Gott gegenüber sich erleben und von Gott getragen und behütet zu sein, dass das durchhält. Man mag da bitte eine gewisse Diskrepanz hören, damit ist nicht unmittelbar die Seele gemeint. Ich hatte ja gerade das mit diesem Seelenbegriff so ein bisschen nochmal versucht deutlich zu machen. Die Seele ist ein vielleicht zu einfaches Konzept. Denn dann würde man sagen, der Körper weg und die Seele bleibt. Quasi mechanisch trennbar. Aber so ist das in der christlichen Auferstehungsrede nicht. Im Gegenteil, die Evangelien arbeiten ja und stark daran, wie ist denn jetzt Christus auferstanden? Er ist irgendwie körperlich auferstanden, an den Wundmalen wird er erkannt. Der ungläubige Thomas darf die Hände in seine Wunde legen. Also was meinen wir, wenn wir, also offenkundig haben die nicht das Konzept gehabt, der ist die Seele von Jesus, die läuft durch und der Rest ist dann nicht mehr so wichtig. Nein, ist anders. Entscheidend ist aber zunächst einmal, in dieser Passivität bleiben wir behütet. Und es gibt da so ein Kirchenlied, das auch unter anderem von Margot Käßmann noch recht populär gemacht wurde. Und da gibt es die Zeile, und niemals kann man tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ich muss sagen, ich kann dieser Zeile extrem viel abgewinnen. Zitiere ich sie auch immer wieder mal. Weil sich da zweierlei verbindet. Es geht tatsächlich ums Fallen. Und Sie wissen, was passiert, wenn Sie fallen. Sie sind nicht mehr aktiv. Ja, Sie haben nicht mehr die Kontrolle. Wenn Sie fallen, verlieren Sie die Kontrolle. Man fällt, aber nie tiefer als in Gottes Hand. Also das Behütetsein, das Getragensein bleibt letztlich. Ich finde, dass dieser Vers, dieses Bild, das eigentlich ganz wunderbar zusammenbindet. Was meint Auferstehung? Ein zweiter Zugang. Menschliches Verstehen gerät schon bei dem Wort Tod an eine Grenze. Ich finde, das ist zunächst einmal ein erster Satz, der absolut wichtig ist. Wir haben in unserer Zeit eher erleben die Grundhaltung, dass man sagt, naja, was der Tod ist, klar, das sterben alle, wissen wir, der Tod ist unausweichlich, kennen wir. Aber Auferstehung, also das ist irgendwie ganz komisch. Also da kann ich gar nichts mit anfangen. Wie soll denn das gegangen sein und wie soll man sich das vorstellen? Und das verschiebt die Verhältnisse erheblich und verzerrt sie. Schon der Tod ist nicht verständlich. Obwohl wir mit allen Menschen ganz unverdächtig über den Tod mal am Abend beim Wein oder so zu reden beginnen können und die wittern dann nicht, oh, das wird jetzt was Religiöses, sondern sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, tun auch ganz säkulare Menschen. Aber dann kommt die Auferstehung und das ist jetzt wirklich ein echtes Problem. Also wie kann man sowas heute, wo auch die Wissenschaft haben, noch sagen? Wie ich eingangs sagte, die Wissenschaft sagt auch zum Tod nichts. Er ist quasi nicht existent. Also ist die Weise, sich mit dem, was wir den Tod nennen, womit wir uns auseinandersetzen wollen, durchaus nicht einfach völlig irrational, wenn wir so etwas wie die Rede von der Auferstehung ins Spiel bringen. Also wir haben da nicht ein erstmal rationales Konzept, über den Tod zu reden und dann kommt jetzt die Auferstehung hinzu und jetzt wird es komisch, sondern die Auferstehung ist schon ebenso komisch oder unverständlich wie schon der Tod. Und doch meint sie ja was Spezifisches.
Auferstehung ist die Grundlage oder ein Ausdruck christlicher Hoffnung. Und jetzt kommt ein Punkt, der schon bei Aries, den ich schon bei Aries angesprochen habe, der mir außerordentlich wichtig ist. Auferstehung ist in den biblischen Texten nichts Singuläres. Also so, dass man meint, da gibt es dann wen, und der stirbt dann, und dann gibt es die Auferstehung. Also das ist so ein bisschen wie bei Wilhelm Busch, ne, dieses Nachthemd, diese Seele. Das ist dann dieser eine, so. Und die ist dann für sich, und da passiert was. Auferstehung ist eine Sache der Gemeinschaft. Und ist auch immer vermittelt über Gemeinschaft. Und ist vermittelt über darüber, dass wir darüber uns auch in Beziehung setzen. Gibt übrigens noch ein anderes Bild, das diesem Nachthemd so ein bisschen, das Lukas Cranach, der Jungbrunnen. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Und auf der einen Seite so ein Wasserbassin, und auf der einen Seite gehen alte Menschen hinein und als ganz junge Menschen steigen sie auf der anderen Seite heraus. Ja, das macht jeder so durch, das ist so wie so eine Kur. Also da ist jeder Mensch einzeln. Aber das meint Auferstehung nicht. Das ist nicht etwas, wo ich isoliert wäre. Vielleicht noch ein Zwischengedanke, bevor ich das noch vertiefe. Wie ist es denn mit dem Gericht? Also es gibt die alte christliche Rede von Gott, dem Richter. Stehen wir auf zum Gericht, kommt dann das Gericht, das letzte Wort, wird gesprochen. Ganz sicher meine ich sagen zu können, die christliche Botschaft von Auferstehung ist nicht einfach ein Happy End. Also es ist nicht so erzählbar wie, dann passierte was und dann war jemand sehr schwer bedroht und dann verlor er viel. Und dann, aber Gott sei Dank, ging es dann doch wieder gut aus. Das wäre eine Verzerrung dieser Auferstehungsvorstellung. Auferstehung meint nicht Happy End am Ende, sondern Auferstehung meint, dass schon das vorherige Leben auch mit erfasst ist. Nämlich von Gott behütet zu sein. Und wir haben, das ist auch eine genuin oder in besonderer Weise eine reformatorische Erkenntnis, eben auch auf Luther zurückzuführen, wir haben einen Vorzug der Gnade. Zum Gericht. Ich sagte, die Auferstehung meint ein Behütetwerden, auch wenn man ganz nichts mehr tun kann. Und dieses Behütetwerden ist eben auch Ausdruck von Gnade. Und diese Gnade hält an. Und die hält auch durch das Gericht an. Wenn ich gefragt würde, würde ich schon sagen, ja, irgendwie so ein Gericht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott dann sagt, ja komm, Schwamm drüber, ne? Also egal, was man gemacht hat im Leben, Sie können sich gerne vorstellen, was manche Menschen gemacht haben in diesem Leben. Es ist grausam und unendlich, ungerecht und schlimm. Und ja, das jetzt vergessen, jetzt machen wir mal weiter. Das kann ich mir auch persönlich nicht so vorstellen. So. Aber was ich glaube schon, was man christlich sagen kann, ist, was auch immer das Gericht dann ist, am Ende und überwiegend steht die Gnade. Gott wird abwischen alle Tränen. Nochmal ein zweiter Zugang zur Auferstehung als Gemeinschaftserfahrung und als eine Erfahrung, die irgendwie hineingewoben ist in unser Leben. Und die dann eben mit Hoffnung zu tun hat. Die Frage ist ja, wie haben denn zum Beispiel die Evangelisten diese Auferstehung inszeniert, geschildert? Und bei Lukas zum Beispiel findet man Folgendes. Zunächst kommt die Auferstehungsbotschaft und die Leute, die Jünger, sind verwirrt. Was soll das heißen? Wie soll das gehen? Petrus macht sich auf den Weg, um nachzuschauen. Aber so ganz ist es auch nicht. Und bevor auch bei Petrus, also Lukas erzählt, dass Petrus die Erfahrungsgewissheit hat, und das soll wohl eine der ältesten Ausdrucksformen sein, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist Simon, also Simon Petrus erschienen. Bevor das erzählt wird, kommt was anderes, nämlich die Geschichte der Emmaus-Jünger. Und wie geht das da? Da gibt es jetzt den Auferstandenen, Jesus.
begleitet die beiden Jünger, die ganze Zeit die darüber reden und nachdenken, was denn da jetzt eigentlich passiert auf Golgatha? Was macht das mit uns? Wir waren doch in dieser Jüngergemeinschaft und dann wird, sagt Lukas, erzählt Jesus und legt die Schrift aus. Also erklären tut das schon eine Menge. Aber die Jünger sind da immer noch nicht so, die kommen noch nicht auf den Clou. Also das sagt ihnen nicht viel. Auch Jesus kennen können sie auch nicht. Aber dann, und das ist eine ganz eigentümliche Weise, so etwas zu inszenieren, zu erzählen, dann ist es spät, es ist Nacht, kehr bei uns ein. Und es geschah, als er mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Im Essen, im gemeinsamen Mahl. Das gemeinsame Mahl ist der Ort, an dem die Auferstehung für die Jünger erkennbar wurde. Die Gemeinschaft prägt offenkundig. Die Auferstehung prägt diese Gemeinschaft. Oder durch die Gemeinschaft wird die Auferstehung verständlich. Und das knüpft für mich wieder so ein bisschen an das, was Aries mit dem guten Tod beschrieben hat. Also Gemeinschaft spielt eine elementare Bedeutung in der Auseinandersetzung von Tod und Auferstehung. Und ich glaube, dass das den biblischen Texten auch zu entnehmen ist. Dass es nicht um das Rätselraten Einzelner geht, die sich einschließen in ihre Stube und dann darüber nachdenken und grübeln, was denn jetzt wohl der Tod und was die Auferstehung sein sollte, sondern dass es etwas ist, was sich vermittelt, was erfahrbar wird, was lebendig wird in Gemeinschaft. Das ist auch bei Paulus nach meinem Dafürhalten so. Auch er hat ja sehr stark darüber nachgedacht im Korintherbrief, wie ist denn jetzt dieses mit der Auferstehung, mit dem irdischen Leib, mit dem geistlichen Leib. Und für ihn ist dieser Leib Christi im elementaren Sinne ein Beziehungsgeschehen. Ja, also dass der Leib Christi, den ja auch die Gemeinde darstellt, zum Beispiel auch, wenn sie dann das Sakrament des Abendmahls feiern. Dieser Leib Christi ist ein Beziehungsgeschehen, ist ein soziales Geschehen. Und in diesem sozialen Geschehen ist die Auferstehung aufgehoben. Also wie gehen Christinnen und Christen damit um, dass der Tod die in Bedrohung aller Sinnerfahrungen ist? Indem sie es in Gemeinschaft und auch in der Gemeinschaft mit den Menschen vor vielen, vielen Jahren bis hin zu den biblischen Texten, Autoren aufnehmen, bearbeiten, dem einen Ausdruck geben. Paulus im Römerbrief, denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir in Geduld. Gerne und leicht wird das Wir überhört, überlesen. Da könnte nur so ein Ich stehen. Ich erwarte in Hoffnung, Geduld. Ich mache dies und ich mache das. Nein, es sind wir. Wir machen das. Wir machen das gemeinsam. Und anders gesagt, das, worum es geht, können wir auch nur im Wir erfahren. Es gibt also nicht den unmittelbaren Zugang, sondern es gibt dieses nur, indem wir das miteinander teilen. Und ich finde es, muss ich sagen, außerordentlich beeindruckend zu sehen, wie Lukas das beschreibt. Er beschreibt hier im Grunde genommen das Abendmahl. Er nahm das Brot, brach's und gab es ihnen. Das ist ja, spricht ja den Einsetzungsworten. Dieses Abendmahl ist sozusagen ein Ort, an dem wir Tod und Auferstehung feiern. In der Gemeinschaft. Nicht für uns alleine. Also, christliche Auferstehung ist in keinem Fall die Vertröstung auf ein Jenseits. Jede Vorstellung von Jenseits würde wieder zurückgehen, wie ich eingangs sagte, zu der klaren Trennung. Es gibt ein Diesseits, da sind wir und da leben wir. Und dann gibt es ein Jenseits, da wissen wir nichts, da glauben wir dran. Ja, das sind ja all diese Stereotype, die Menschen dann auch dem Christentum zusprechen. Ihr wisst nicht genau, ihr glaubt es ja nur. Und dann habt ihr bestimmte Vorstellungen, die trösten euch, aber so richtig, ich habe das doch nicht verstanden. Und außerdem ist es ein bisschen wenig, sage ich mal, modern oder aufgeklärt. Nein, nein, nein. Es
geht um was ganz anderes. Es geht um etwas, was wir Menschen alle miteinander teilen, unausweichlich, und worüber wir alle uns Gedanken machen müssen. Nur Christinnen und Christen tun es in einer spezifischen Weise. Und sie tun es in Gemeinschaft. Und so kann man dann sagen, die real existierende Kirche ist dann sowas wie eine Auferstehungsgemeinschaft. Die Erfahrungen von Verbundenheit, die wir im Leben, media in vita, die wir mitten im Leben erleben, ist auch immer eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Stark empfundene Gemeinschaft ist nicht was Lapidares, so wie Friends auf Facebook oder was auch immer, sondern meint tatsächlich etwas, was uns existenziell prägt, trägt, was uns auch existenziell einen Zuspruch vermittelt und damit auch anklingen lässt, was Auferstehungshoffnung meint. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns, Ausrufezeichen, wieder das Wir, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Die Hoffnung, die immer auch die Auferstehungshoffnung ist, die entspringt und prägt der Gemeinschaft. Also, wie können wir als moderne Menschen nun mit dem Tod umgehen? Wie können wir mit Tod und Auferstehung umgehen? Das Angebot der christlichen Lehre ist, im Grunde lebt es in Gemeinschaft. An dieser Stelle möchte ich mal aufhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion.